Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und heute spiele ich zusammen mit André Richtig oder Wachsen. Und zwar geht es darum, wir bekommen von Regina 6 Fragen gestellt, Schätzfragen. Und wer den größten Abstand oder der falsch liegt bei der Schätzfrage, der muss vor sich in diesen Becher hier greifen und eine Körperregion rausziehen, die gewachsen wird. Und beim Wachsen kommt es aber darauf an, das ist Regel Nummer 1. Wer schreit, bekommt doppeltes Leid. Ach ja, wer schreit, bekommt doppeltes Leid. Das bedeutet also, wenn beim Wachsen jemand schreit oder irgendwas von sich gibt, dass es annähernd aussieht, als könnte es schmerzen, dann muss er nochmal ziehen. Also das heißt, wir werden gewachsen und dürfen keinen Ton von uns geben. Wir dürfen zwar so oder so machen, weißt du? Dürfen wir auch... Ne, so, das geht auch noch. Also man du kann musst auch, ja so seufzen ja, wenigstens. Ja, so ein Seufzen geht. Nur oder nur schnaufen, seufzen, darfst halt nicht so... Ja, genau, nur nicht so ein Schreien, also so ein... Das würde noch gehen, halt. So ein Abzischen. Dafür brauchen wir natürlich Wachs. Maybe next time you are also the winning team. Und diesen Wachs benutzen wir jetzt, um uns zu wachsen. Deswegen haben wir Wachs, um uns zu wachsen. Und deswegen habe ich extra meine Brusthaare wachsen lassen, um sie zu wachsen lassen. Ich denke mir einfach nur, Dicker, hä? Du hast deine Brusthaare wachsen lassen, um sie wachsen zu lassen. Hä? Gut, wir fangen jetzt an mit dem Spiel. Wie gesagt, das ist der Wachs. Wir wissen noch gar nicht so richtig, wie es funktioniert, aber ich glaube, wir wissen es doch ein bisschen. Oh, hier mit. Hier, nee, oh, Pflegetücher gibt es. Ja, jeder zwei. Was? Also jeder eins. Also jeder zwei. Die werden aus dem Spiel genommen. Was für Pflegetücher? So, okay. So, das ist das. Was? Nein! Hä? Was ist denn jetzt? Also, dieses Wachs ist halt so dieser Kaltwachsstab. Wir müssen das irgendwie so aufwärmen einmal, ne? Ja. Dann wird es abgezogen. Das steht doch hier hinten drauf. Ja, ich erkläre es doch nur noch für die Zuschauer, weil die haben diese Packung nicht. Sieht irgendwie ein bisschen cool. Es ist echt, also, das wird auch wehtun. Das wird richtig geil. Wir bekommen jetzt die Schätzfrage von Regina gestellt. Wie gesagt, wer falsch liegt, Heidewitzka. Achso, ich habe wieder gespuckt. Ich habe wieder gespuckt. Ja, gehört dazu. Ja, natürlich. Wir versuchen natürlich, anhand der Einschaltquoten und der Likes, wollten wir versuchen, das jeden Sonntag zu machen. Also ein Bloody Sunday quasi. Genau. Jeden Sonntag so ein Spiel, was auf Bestrafung aus ist. Alle wollten immer nach den Spielen eine Bestrafung haben. Jetzt habt ihr sie. Jetzt gibt es während der Spiele schon direkt eine Bestrafung. Genau. Wer irgendwas verkehrt macht, wird direkt vor Ort bestraft. Ich hoffe, ihr seid alle erfreut über unsere Schmerzen. Aber wie gesagt, wir zeigen ja keine Schmerzen. Okay. So, erste Frage. Wir sind B-Right. Wie viele Einwohner hat Niedersachsen? Klasse. Einwohner hat Niedersachsen. Ach du Scheiße! Niedersachsen. Einwohner. Ey, André. Es macht mir gerade Angst, dass du es schon so schnell hinschreibst, als ob du es wüsstest. Nee, aber ich... Ja? Mir macht ein bisschen Angst, ja? Dass ich völlig daneben liege. Oh nein, warte mal. Niedersachsen. Einwohner. Warte. Jetzt warte doch. Warte mal. Ja. Ich hab Angst, was denn zu schreiben. Ey, wenn du jetzt... Ich will nicht der Erste sein, der gewachsen ist. Wenn du bei 3 nicht stehst. Doch, oder? Warte, lass mal kurz. Warte, ich mach jetzt. 3. Nein. 2. 1. Fertig. Nein. Doch. Ich hab jetzt was. Hör mal auf. Wie viel sind's denn? Nein, ich hab Angst. 7,982 Millionen. Was? 7,982 Millionen. Was hast du? Nee, aber ich hab Angst. Sag mal bitte, was du hast jetzt. Also wenn du mehr hast als ich, bist du auf jeden Fall näher dran. Ja, ja. Sag mal bitte. Sag mal. Nein. Ja, aber das Problem ist doch schon wieder, warum, dass ich mich jetzt wieder blamiere, weil ich wahrscheinlich nur die Einwohner von Salzgitter hier aufgezählt habe. Ich wahrscheinlich auch. Ja? Ja. Ich habe 180.000. Oh nein! Ich habe 68.500. Nein, das gibt's doch gar nicht. Du bist ja noch blöder wie ich. 180.000 habe ich hier, 180.000, als wie ich. 68.000. Als wie ich. So, das heißt also, ich muss dich jetzt... Boah, geil, Alter. Das hätte ich ja nicht gedacht. Oh,
am Anfang des Spieles habe ich nämlich noch gesagt, ich wette mit euch, alle Wattstreifen werden an mir kleben. Gut, dann zieh mal bitte deine Stelle. André, welche Stelle hast du am meisten Angst? Er hat am meisten Angst vor der Brust, weil bei mir sind nur so ein paar kleine Zuppels. Bei ihm ist richtig Bushman. Oh nein. Er hat am meisten Angst vor der Brust. Oh nein. Was denn jetzt? Brust. Jawohl. Ja. Oh. Oh, scheiße. Deine soll's in Wuchsrichtung lassen. Ja, in Wuchsrichtung. Bei ihm geht es in alle Richtungen. Was soll ich da hinstellen? Oh nein. Aber du musst dich drauf vorbereiten. Du musst dich drauf vorbereiten. Pass auf, ey. Pass auf. Denk dran. Er darf keinen Ton von sich geben, ne? Wenn er den Ton von sich gibt, muss er nochmal einmal ziehen. Also wir haben aber abgemacht, dass wir schnell ziehen, also das langsame nicht. So, pass auf. André, willst du mich dabei angucken? Nein, hör auf. Guck mich da mal wieder rein. Guck mir in die Augen. Nein. Heute nicht. Einen Hamster zu verkaufen. Also könnt ihr eine Leine dran machen, könnt ihr mit einem Hamster hier spazieren gehen. Okay, nächste Schätzfrage. So, die zweite Frage. Wie viel wiegt ein ausgewachsener männlicher Elefant? Ein ausgewachsener männlicher Elefant. Ich hab's auch. Wie viel wiegt er? 6000 Kilo. Also 6 Tonnen. Ja. 6 Tonnen. Ja. 8,5 Tonnen. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. 3 Tonnen. Ich bin näher dran. 2,5 mehr, du hast 3 weniger. Oh nein. Ja! Nein, jetzt ist mir ganz komisch. Eben gerade war das Spiel noch lustig. Ja? Was haben wir denn Schönes? Brust! Nein! Ja! Yeah. Ich sehe schon. In die Mitte, ne, wahrscheinlich. Aber denk dran beim Hochziehen, dass du mich in die Fresse aus Versehen, ne? Was guckst du denn da? Ja, ich bin auch vorbereitet. Oh, ich hatte das Ding. Boah, boah, nee. Sowas kann ich nicht sehen. Boah. Ich hab gerissen. Das sieht aus wie Kunstwerk. Ich nenne es das haarige Flammeninferno. Warum machen das Leute? Wir gucken das jetzt einfach nicht weiter, Bro. Das fuckt mich übelst ab. Was sind das für Borsten? Mit Wurzeln alles. Wie an einer hängt mein Gehirn noch dran. Oh. Oh nein, ich will keine Fragen mehr beantworten. Das tut wirklich weh, Alter. Das macht voll Spaß. Mann, ey. So, nächste Frage. Ja. Wie alt kann eine schwarze Wegameise werden? Also diese ganz normale, gewöhnliche Ameise. Das weiß ich, ich war mal eine schwarze Wegameise. Eine Megaweise. Ja. Wie alt? 15 Jahre. Was hast du? Scheiße, ich hab 30 Jahre. Ich hab 10 Jahre. Was ist er? 15? Oh nein, ich wieder? Oh ja. Nein. Wie sie sich freut, das ist schon scheiße ekelhaft von dir. Ah, okay. Dann versuchen wir das Beste draus zu machen. Alter. Mach doch jetzt einfach weiter. Scherzchen. Ja. Oh, das ist aber wirklich voll, voll schön. Die Teile können dann alle erworben werden, käuflich. Im neuen Christi V Fanshop. Ab sofort. Out now. Limited Edition. So, die nächste Frage. Ja. Wie lange kann ein gesunder Mensch ohne Nahrung überleben? Ein gesunder Mensch ohne Nahrung? Mann.
Und zwar ist es wissenschaftlich nachgewiesen, 60 Tage. 60 Tage, toll. Jetzt ist wieder automatisch der Höchste. Er freut sich schon was, 30 Tage oder so, ne? Ja. 30 Tage. Oh nein, ich habe 19 Tage. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, Bein, jetzt kriege ich auch noch alle Teile. Ey, mir tut immer noch meine Brust weh. Was hast du denn da? Er kneift sich gerade in sein Bein, wo es weh tut. Guck mal, wie eklig er ist. Boah, ich hab Gänsehaut. Boah, das ist so widerlich. Boah, sowas will ich einfach nicht sehen. Sowas will ich einfach nicht sehen. Alter, hat sich gelohnt. Oh. Voll taub jetzt. Merkst du was? Oh, wie ein Babypuppe. Alter. So, was ist die vorletzte Frage oder letzte? Vorletzte. Oh Mann, ey. So, die nächste Frage. Wie weit ist es von Deutschland nach Australien? Oh. Deutschland nach Australien. Nach Australien. Was hast du? Nee, du. So, da sind 14.457 Kilometer. Was hast du? Ich habe 8.000 Kilometer. Ich habe 31.000 Kilometer. Warte mal. Endlich, endlich. Ich dachte, ich krieg hier alle Kaltbackstreifen. Arm. Ja? Mhm. Nochmal Scheitel gelegt. Aber jetzt, wo du es drauf hast, finde ich ganz gut, ne? Mhm. Weil ich bin froh, dass du das hier nicht gesehen hast. Ach, das ist nicht so schlimm. Was? Das finde ich nicht so schlimm. So einer bin ich nicht. Vielleicht zieht er die Haut mit runter. Na, wann erwartest du es denn? Nee, das sowas finde ich eklig. Das will ich gar nicht gucken und hören. Wie das aussieht hier. Guck, mein Name hast du auch abgenommen. Ja. Krass. Ich werde das jetzt mal die ganzen nächsten Tage anfassen. Letzte Frage, ne? Ja. Also, letzte Frage. Oh, aua, ey. Alter. Ich wünsche mir, dass du jetzt nochmal verlierst und Brust kriegst, ne? Und Brust kriegst. Wie groß ist Berlin in Quadratkilometer? Quadratkilometer Berlin? Ach komm. Ich bin fertig. Ich auch. 892 Quadratkilometer. Oh. Ey. Was hast du? Nee, ich hab eben gerade gesagt, du bist jetzt dran. 300 Quadratkilometer? Boah, ich hab 250. Ah, scheiße. Dominus. Spiritus Dominus. Amen. Nochmal. Oh, Mann. Glück gehabt, Alter. Oh Mann, ey. Mann, das lohnt sich gar nicht. Ich such jetzt richtig Jahre. Hör auf, da ist nichts. Da ist nichts, du Assi. Hä, bist du doof, Mann? Da ist nichts. Du Assi, Mann, da sind drei Haare gleich dran. Es geht um den Effekt. Was sind da dran? Oh. Ah. Oh, ich dachte, das den hast du verschwendet, Leute. Ey, du. Ey. So. Das war richtig enttäuschend. Das hat überhaupt. Also, das war richtig enttäuschend. Ey, so. Ja? Nächstes Mal, also wenn wir nochmal mit Kaltbackschreifen spielen sollen, nur Brust. Nur Brust. Nur Brust. Okay. Das liegt aber jetzt an den Leuten, die das gucken und hoch den Daumen drücken. Ja, können ja auch, Leute können ja auch mal langsam mal ein paar eigene Ideen reinschreiben. Das war das Spiel. Ich wisch dir mal die Träne weg hier. Hier ist ganz trocken. Ey, da ist gar nichts dran. Da hast du Öl. Ich guck mal, wie Öl so schmiert richtig. Ja, riech mal, das riecht toll. Ja. Oh. Mandelöl. Oh. Das mit dem Kleber weg ist, ne? Und so also, auf bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bloody Sunday. Bloody Sunday.